Ja, hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Meine Südamerika-Reise ist beendet. Ich bin gerade in einem Hotel in Stockholm und blicke zurück auf 2,5 Tage Rückreise, die sehr beschwerlich waren. Ich bin sehr müde, habe wenig geschlafen und auf meine Rückreise natürlich auch Halt gemacht in Paris, Paris Orly, wo ich mir einige Zeitschriften und Zeitungen gekauft habe. Ja, zum Beispiel diese hier. Oder noch Le Monde oder Le Monde Diplomatique. Habe da auch ein bisschen drin gestöbert. Und das war gestern. Und gestern, da war noch kein Ton zu hören, dass Frankreich seine Militärs und seinen Botschafter aus dem Niger abzieht. Das ist aber heute schon der Fall. Also es sind Schlagzeilen in Frankreich heute Morgen. Paris hat entschlossen, oder Herr Macron hat entschlossen, seine Soldaten aus dem Niger abzuziehen. Und er hat auch gesagt, er würde den Botschafter Itte aus dem Niger abziehen. Das ist jetzt erstaunlich, weil er bis jetzt sich eigentlich schon geweigert hat, genau das zu tun. Er hat ja die Übergangsregierung oder die aktuelle Regierung des General Tchani nicht anerkannt. Für ihn sind das Putschisten und er sagt, dass die Putschisten eben nur einen Grund haben für ihr Wirken. Das ist das Land, den Niger in den Chaos zu stürzen. Gut. Aber ich denke, er hat den Gong gehört, er hat die Zeichen an der Wand erkannt. Die Soldaten werden bis Jahresende abgezogen, der Botschafter wird abgezogen, das Gefolge des Botschafters wird abgezogen. Und was das genau bedeutet, das werde ich euch in einem meiner nächsten Clips ganz genau erzählen und verraten. Bis dahin, viel Spaß, ich wünsche euch Gesundheit, ich wünsche euch all das, was ihr euch auch wünscht. Amitié Legionnaire, ich melde mich ab und die Reise geht weiter. Bye bye, ciao, euer Thomas Gast. Bis bald.